Liebe Leute, die illegalsten Scheinwerfer, die ihr je gesehen habt, gibt es in diesem Video. Also bleibt dran. Was soll ich sagen? Ich erzähle euch mal kurz was von einem Mechaniker Krankheit. Man kann es wirklich als Krankheit bezeichnen. Denn das Auto vom Mechaniker ist das hinnigste immer. Weißt du das, Andrea? Kannst du dir auch vorstellen, warum? Ich habe dein Auto gesehen. Wir reden später. es ist tatsächlich so, ich bin zwar kein Mechaniker, aber wir wollen ja Scheinwerfer und so weiter um. Und meine Scheinwerfer habe ich nicht umgebaut. Ich habe es irgendwann mal vor 1000 Jahren umgebaut und schon scheiße. Und ich habe mir gedacht, ich will kranke Scheinwerfer. Mit denen werde ich nicht auf der Straße fahren können. Oder ich kann schon, aber ich darf nicht. Ich werde aber nicht so oft. Ja, nur für Schauzeug natürlich. Ja, nein, ich habe wirklich wenig Angst vor der Polizei oder allgemein von wie heißen die? Das Ordnungsamt. Ja, mir ist es egal. Aber die sind schon extrem auffällig. Extrem. Und was wir jetzt vorhaben, also was ich alles machen will, das zeige ich euch jetzt. Das ist besser, wenn ich euch das zeige, als nur jetzt, wenn ich nur laber. Also gehen wir in die Werkstatt und schauen wir uns die Scheinwerfer an. Also es geht allgemein, das ist ein Übergang gesehen, um einen E46 Cabrio Facelift Modell. Sehr schönes Modell. Was sagst du zum E46 Facelift Modell? Wirklich schönes Auto, oder? Nein, ernsthaft. Ich glaube, es ist wirklich... Letztens habe ich mit einem Freund geredet, er ist gar nicht so BMW-Fan, aber er sagt so, die Karosserie vom Facelift-Modell ist wirklich der Talent gehabt, der das gezeichnet hat. Oder? Aber wir machen es schöner natürlich. Der hat sich nicht so gut ausgehabt wie wir. Die Scheinwerfer auf jeden Fall bauen wir jetzt um. Ihr seht es hier im Hintergrund. Ja, was wird da gemacht? Wir machen gleich eine Fragerunde hier, was da alles gemacht wird. Die sind schon fertig, da sind die Ringe schon montiert. Wie heißen die überhaupt? Hexagon-Endschleifen. Sehr schön. Dann haben wir, das sind allgemein Halogenscheinwerfer, die schauen aber ganz gleich aus wie die Xenoscheinwerfer. Mit Linse, aber eine Halogenlinse, wenn man so das nennen darf. Und ich habe mir gedacht, Halogenlinse weg, BLED-Linse, das war eine Möglichkeit. Das heißt, hier kommt diese BLED-Linse. Und dann bleibt natürlich das frei, das ist im Normalfall das Fernlicht. Und hier habe ich mir gedacht, einfach für Showzwecke, hier ist so eine Linse mit so einem Fußballmuster, Wabenmuster, leuchtet in Rot. Aber ich habe mir nicht überlegt, das ist mir jetzt letztens eingefallen, wie bringe ich die zum Leuchten. Weil ich habe eine Fernbedienung extra für die Einschleiß und eine App und dann bräuchte ich noch eine für, das ist halt zart. Weißt du, ich meine? Ja, wie sonst? Ja, geht mit einer App oder Fernbedienung. Aber beides dann? Du hast zwei Apps. Das sieht man schon in der Uhr. Du musst das jetzt separat einschalten. Ja, ich weiß sehr, aber das ist halt nur zart. Ich habe mir überlegt, nur eine Fernbedienung. Weil allgemein mit der Fernbedienung geht alles viel schneller als mit einer App, weil du bist mit der App mal verbunden, bist Bluetooth, bist das. Dauert ein bisschen länger. Und darum werde ich das natürlich nur mit Fernbedienung machen. Da nehmen wir einfach. Wir können sogar von einem Ambientbeleuchter einen Master und einen Slave nehmen. Dran. Ja, wieder Fernbedienung machen. Wieder Fernbedienung. Ja, eben Fernbedienung. Ja, ich könnte einen Knopf irgendwo bauen, aber das. Ich könnte es auf. Was können wir machen? Könntest du drinnen einen Schalt nehmen? Auf den ersten Rang. Ich weiß nicht. Was? Auf Nebel auf Nebel. Ja, dann leuchten die Nebel. Nach hinten, Nebelschluss. Nebelschluss? Dann leuchten die vorne hoch. Ja, und geht auch nur mit Zündung, ne? Und ablenklich muss auch eins sein. Ja. Das geht gar nicht ohne. Nur Probleme. Auf jeden Fall habe ich mir das gedacht. Ambiere die Linse. Dass wir kurz mal alles durchgehen, damit ihr auch was lernen. Wir haben Halogen. Was ist Halogen? Eine Halogenlampe. Der hat eine Wolfram-Inert.
Bistepper. Der hat studiert. Man merkt, dass er studiert hat. Ja, tatsächlich. Und ein Gas. Was für ein Gas ist drinnen? Habe ich gefragt. Halogengas ist drinnen, damit das nicht wegschmilzt. Dann wurde alles vom Xenon abgelöst. Xenon? Xenongas. Der Student, der Schüler verweigert die Antwort. Was ist da beim Xenon? Was ist der Unterschied zwischen Xenon und Halogen? Das Gas entzündet. Das Gas entzündet. Also weißt du von mir das kommt? Von Einstein. Tatsächlich. Der hat die Theorie gebracht. Wirklich, kannst nachschauen. Der hat die Theorie gebracht, wenn man Gas quasi, wenn man einen Lichtbogen bildet in einem Gasgefäß, leuchtet das Ganze. Und das macht man ja. Man hat eine Anode, eine Kathode mit, keine Ahnung, wie viel Volt haben wir bei Xenon? 20.000, irgendwas so. 20.000 Volt, damit da nur ein Funke kurz entsteht, das Gas zündet und dann braucht man nur wenig Volt, ganz wenig. Ich glaube nicht mal 12, keine Ahnung, 5, 6 Volt oder so, damit das leuchtet. Sehr genialer Typ. Ja, dann wurde alles von Xenon abgelöst eigentlich. Auch nicht, man baut heute noch immer Halogenlampen ein, was meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, weil es ist, ja, Nachteil vom Halogen. Wer weiß. Super. Es ist zu warm. Du hast 95% Wärmeenergie und 5% Lichtenergie von der ganzen Energiebilanz. Und das ist halt mega schlecht. Bei Xenon weiß ich es gar nicht. Aber bei LED hast du es genau umgekehrt. Da hast du 95% Lichtenergie und 5% Wärmeenergie. Was natürlich extrem gut ist. Und wir haben hier LEDs verbaut, aber mit einem Kühler, weil es wird doch extrem warm. Also je mehr man, weil es ist halt extrem klein auf einem ganz kleinen Raum. Viel Licht, es wird warm. Und da braucht man einen extra Kühler, der das Ganze abkühlt. Ich bin gespannt. Lebensdauer angeblich 30.000 Stunden. Mal sehen. Allgemein Lebensdauer von der LED ist 5-mal länger als bei Xenon. Darum baut man das ein in die Autos. Aber ich bin gespannt. Die haben wir noch nie verbaut, muss ich ehrlich sagen. Die haben noch nie verbaut, schaut aber extrem gut aus. Sind auch teuer, muss ich gleich sagen. Und wir können das Ganze dann anschließen, damit ihr seht einmal kurz, wie viel Licht das ist. Ja, das ist dann, was gibt es jetzt noch? Laser gibt es jetzt. Hast du das gesehen? Das ist krank. Laserlicht ist. Es gibt auch tatsächlich auch Laserlampen schon zu kaufen. Aber ist natürlich nicht das gleiche. BMW hat es rausgebracht und Audi, glaube ich, das waren die ersten, die das rausgebracht haben. Funktioniert aber trotzdem, glaube ich, auf Basis von LEDs. Glaube ich. Aber ist extrem, ja, ganz was Neues. Aber werden wir extra ein Video drüber machen. Aber was ich unbedingt erwähnen wollte, BMW hat ja dieses GPS, auch dieses Laserlight und so weiter, ist GPS getrackt. Das heißt, wenn du abbiegst und so weiter, ist nicht mehr wie früher so, der nimmt das Signal vom Lenkwinkel, sondern der weiß ganz genau die Kurven von der Karte. Das ist wahrscheinlich, das kann. Also der checkt, wo du bist und der weiß, dass die Kurve jetzt da nach links kommt und der bewegt auch dementsprechend die Lichter. Heftig, was die sich alles einfallen lassen. Wir sind noch immer im Jahr 2003 stecken geblieben. Nein, es ist ein extrem geiler Umbau. Ich will mal alles dann anschließen. Marco, kannst du alles anschließen? Mal? Der Ventilator ist laut, ja. Das Licht ist mega. Es ist wirklich auch eine sehr schöne Linie. Wobei Kegel passt auch nicht so richtig, weißt du? Der müsste rechts ein bisschen weiter rauf. Was aber nicht so schlimm ist, muss ich sagen. Ich meine, wenn wir jetzt mal Fernlicht machen, der Marco macht das kurz, dann werdet ihr sehen, weil beim Fernlicht, was ja logisch ist, ja, ihr seht es genau in der Mitte, wird extrem viel Licht zentriert. Weil du ja natürlich in die Ferne schauen musst und sollst. Was zum Beispiel bei Reflektoren, also nicht bei Linsen, bei Reflektoren nicht der Fall war. Du hast das Fernlicht eingeschaltet und du hast alles gesehen, aber du musst ja nicht sehen, du musst ja nicht unbedingt die Bäume jetzt rechts und links sehen. Das ist ja nicht relevant. Du willst ja in die Ferne, ganz weit in die Ferne schauen. Und darum sind die auch gut. Das würde ich dort einbauen, als Abblendlicht und als Fernlicht. Standlicht, die Hexagon Angel Eyes. Wir haben auch alles hier lackiert, schwarz lackiert den Blinker.
Und ja, das müssen wir noch alles. Ja, schwierig wird. Ich meine, das hat der Marco gemacht. Hier, ihr seht das. Ja, wir haben hier extra so eine Platte zurechtschneiden müssen, weil natürlich von der die Schrauben natürlich nicht passen genau auf die alte Linse oder auf die Halterung von der alten Linse passt natürlich nicht. Aber das haben wir dann so gemacht, so geregelt, ist überhaupt kein Problem und können das jetzt alles anschrauben. Was ist auch interessant? Nichts gemacht, das anschließen. Das werde ich wirklich nur für Schrotzwecke. Nur für Schrotzwecke. Ich werde alles für Schrotzwecke. Ja. Ich. Haben wir 12? Ja, nur in Rot wollte ich es haben, weil einfach die anderen Farben hatten mich nicht wirklich interessiert. Ich hätte es auch in RGB machen können. Kann ich noch immer machen. Aber ich wollte es wirklich nur noch Rot haben, weil das geilste ist. Schaut damit. Gefährlich ist. Ja, was sagt ihr dazu? Und cooles, ne? Wir haben mit dem Glück, dass wir, dass die Scheiben ein bisschen leichter aufgehen als die anderen und dass wir uns das spielen können. Ich werde aber brauchen auch Scheinwerfer, das heißt ich brauche zwei Scheinwerfer für die wirklich, also wenn ich rausfahre und das wirklich nur für Schutzzwecke. Also mit ganz ehrlich, oder ich mache den Hinweis komplett aus, weil wenn es mich mit denen sehen, dann ob ich deppert bin. So, ich glaube, ich habe alles hergezeigt, was wir eigentlich vorhaben. Nein, die Engschleiß bitte. So schaut das Ganze aus. RGBW. Ja. Mit dynamischer Funktion. Sehr schön. Wir haben alle Farben hier. Wir haben auch ganz normal das rein Weiße, damit ich mit denen unauffällig durch die Straßen fahren kann. Wenn. Brauchst mich gar nicht so anschauen. Nur wenn es sein muss. Notfälle zum Beispiel. Ich muss heim. Das ist ein Notfall. Ich muss essen gehen. Das ist auch ein Notfall. Dann muss ich mit den Scheinwerfern rausfahren. Was soll ich sonst machen? Soll ich verhungern? Das gibt keinen Sinn. Und das versteht sich ja die Polizei. Einfach, du musst einfach immer sagen, du musst deine schwangere Frau abholen. Ja, und wo ist die schwangere Frau? Ja, im anderen Auto, weil ich habe Ledersitze und... Prinzip. Nein. Gib mal ein bisschen die Folie runter, vielleicht. Naja, schaut geil aus. Was sagst du? Mega. Ja? Mega. Wird mir extrem. Ich meine, wenn das jetzt noch dort... Boah, mega. Ich freue mich schon extrem. Ja, das Coole ist bei den... das sind adressierbare LEDs. Meine Damen und Herren, falls ihr nicht wisst. Es gibt adressierbare LEDs. Da kann man mehrere LEDs parallel schalten. Und wenn du jetzt quasi bei einer Parallelschaltung, wenn du plus und minus, sagen wir 3 Volt oder 12 Volt, je nachdem, auf die LEDs schaltest, dann müssten rein theoretisch alle LEDs leuchten, weil es eine Parallelschaltung ist. Es gibt aber jetzt extra Module und adressierbare LEDs, die haben einen Adressbus und die kannst du einzeln ansteuern. Also du kannst wirklich sagen, die erste leuchtet und alle anderen nicht. Die dritte leuchten und alle anderen nicht. Also erst wenn es dieses Signal kriegt, dann leuchtet es. Und das gleiche Prinzip ist genau hier. Weil dieses Modul da sagt den LEDs, seht, da ist das Blaue zum Beispiel. Und er sagt, in einer bestimmten Zeit ist das Blau, das Blau, das Blau, das Blau, das Blau, das Blau, das Blau. Und in einer anderen Zeit ist das Grün, das Grün, das Grün, das Grün. Und darum kann er das so bewegen. Man kann auch viel mehr damit machen, viel, viel mehr. Aber man kann auch natürlich ganz normal die Standardfarben wählen, auf jeden Fall. Oder man kann es auch ganz ausmachen. Was ich nicht machen will. Ich habe darauf gewartet. Ihr könnt es ausmachen. Ich habe diese Funktion leider nicht. Sehr schön, sehr schön. Ich werde noch ein bisschen mit Druckluft auslassen. Was sagt ihr dazu zu den Scheinwerfern? Wenn sie fertig sind und dann eingebaut, ich meine, ich muss noch viel mit dem Auto machen. Ich habe einiges vor. Aber ich bin wirklich gespannt, wie das alles aussieht. Und ob wir auch Platz haben in den Scheinwerfern drinnen. Ne? Das ist sehr wenig Platz, muss ich sagen. Ihr seht es hier. Weil wir müssen die Steuergeräte einbauen, die Steuergeräte einbauen. Wird knapp. Wird knapp, ich sag's, es ist. Ich hoffe, es wird passen, wie wir uns das vorstellen. Aber die gibt es nur einmal auf der Welt.
Die gibt es nur einmal auf der Welt, ja. Also falls du auch Scheinwerfer umbauen willst, die es wirklich nur einmal auf dieser Welt gibt, dann kontaktiere uns. Und wir machen was extrem Geiles. So wie sowas. Man braucht sein. Eigentlich die Woche. Ich wollte eigentlich gar nicht den rechten Scheinwerfer jetzt umbauen. Ja. Macht der Marco dann. Ein Scheinwerfer ist schon umgebaut, der andere gehört noch umgebaut, komplett. Und dann sollten wir am Freitag fertig sein. Wir müssen uns immer so zwischendurch machen oder nach der Arbeit, weil wir haben extrem viel zu tun und es ist echt schade, wenn wir das alles stehen und liegen lassen für meine Scheinwerfer. Ja, und am Freitag werde ich es einbauen. Aber ich will euch unbedingt zeigen, was für eine Lichtausbeute ich momentan habe. Momentan habe ich, ich habe euch gesagt, ich habe Halogen-Scheinwerfer, aber mit einem Xenon-Kit. Mit 35 Watt Xenon-Kit. Und ich sehe gar nichts in der Nacht. Und dann werden wir hier reinfahren und sowieso mal auf die Wand leuchten und dann eine Aufnahme machen und dann nachher auch. Also wird extrem geil. Unbedingt abonnieren diesen Channel, diesen YouTube-Channel, damit ihr das Video nicht verpasst und natürlich teilen, liken und so weiter und so. Ja, liebe Leute, vielen herzlichen Dankeschön. Das ist kein Deutsch, ne? Vielen herzlichen Dankeschön. Jetzt check. Wirklich, danke fürs Zuschauen, falls du überhaupt zugeschaut hast. Und falls du nicht zugeschaut hast, dann kein Dankeschön. Checkst du es? Schneller raus. Nein, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Alle Infos, die man brauchen könnte fürs Leben, findet ihr in der Infobox, wie unser Instagram, unser TikTok, Homepage, Webshop, unsere E-Mail-Adresse, WhatsApp. Alles in der Infobox, alles was du fürs Leben brauchst und für dein Auto. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios. Geht schon? Tatsächlich. Ah, ich habe mich gar nicht. Ja, das Problem ist, ich habe halt Bettherde, weißt du? Wieso?